Karte des sicheren Wiederkehrs seit dem 1. September 2009 verboten. Die Karte erlaubt uns jedes Mal eine Karte zu ziehen, wenn wir ein Monster vom Friedhof beschwören. Früher gab es kaum Möglichkeiten, das zu tun und daher war Karte der sicheren Wiederkehr ganz lange keine wirklich gute Karte. Mit steigendem Power Creep über die Jahre wird allerdings auch der Friedhof immer relevanter und mittlerweile ist es kaum noch ein Problem, mehrere Monster pro Zug vom Friedhof zu beschwören. Mal ein Beispiel. Das aktuell beste Deck, Snake Eye Fire King, kann mit einer simplen One-Card-Combo ein Board hinlegen, welches mindestens 3 bis 4 Interruptions bietet. Hierbei beschwört man mindestens 3-mal Monster im eigenen Zug und mindestens 2 bis 3-mal Monster im gegnerischen Zug vom Friedhof. Imagine, das ohnehin beste Deck des Formats könnte mit seiner simpelsten Combo nicht nur ein krasses Board hinlegen, sondern auch noch 5 bis 6 Karten dabei for free ziehen. Ja, die Karte sollte definitiv verboten bleiben.